Liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen zur heutigen Sondersendung des ÜRF, des Ispertal-Rundfunk. In der heutigen Sondersendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Erosion von Ackerflächen. Im Schneesturm draußen wurden Bodenproben genommen und diese auf die Verwitterungsbeständigkeit analysiert. In den nächsten Minuten beschäftigen wir uns mit diesem globalen Problem der Agrarökonomen. Liebe Zuseher, ein wichtiger Faktor bei der Erosion von Ackerflächen ist die richtige Bewirtschaftungsrichtung. Wird der Hang gegen die Fallrichtung des Hanges bewirtschaftet, hat die Erosion so gut wie keine Chance. Sehen Sie es an diesem Beispiel. Dies sieht also ziemlich jämmerlich aus. Wird jedoch der Hang in Fallrichtung bewirtschaftet, bietet er der Erosion eine große Angriffsfläche und die Erosion hat volle Wirkungskraft. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, an diesem Beispiel sehen Sie also, wie wichtig die richtige Bewirtschaftungsrichtung ist. Zuseher. Hier im Chemielabor der HLU Ispertal werden die Bodenproben analysiert. Die Jungchemikerinnen und Jungchemiker hantieren hier mit äußerst gefährlichen Substanzen. Hohe Präzision ist hierbei gefragt. Schon der kleinste Fehler. Scheiße, fuck, rennt, rennt! Zuseher. Auch dieser kleine Zwischenfall konnte uns nicht aus der Ruhe bringen. Im Namen des gesamten ÜRF-Teams bedanke ich mich fürs Einschalten und ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Sondersendung wieder dabei. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing.
14 Sekunden. So. Wird der Hang in Fallrichtung bewirtschaftet? Na, scheiße, falsch. Liebe Zuseher, ein wichtiger Faktor bei der Bewirtschaftung eines Hanges ist. Liebe Zuseher und Zuseher. Michi, schau her mal.